Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal von Wieso Zimt. Ich freue mich sehr, dass wir heute Leonard Tetzlaff bei uns haben, direkt zuständig für Tropico 6, und er erzählt uns jetzt gleich mal in welcher Art. Ja, ich bin Game Designer bei Limbic Entertainment. Im Game Design kümmern wir uns um die Grundmechaniken des Spiels, wie verschiedene Sachen funktionieren, wie die Mechaniken ineinander greifen und auch welche neuen Features wir in Tropico 6 hinzufügen wollen, welche vorher nicht dabei waren. Wahnsinn. Gut, bis zum fünften Teil hat El Presidente seine tropikanischen Inseln und natürlich auch sein Volk erfolgreich geführt, damit dass er eben Erlasse rausgegeben hat, Verordnungen rausgegeben hat und so weiter und so fort. Wird das alles so, wie wir es kennen, bestehen bleiben und nur eine neue Grafik bekommen, oder was genau ergeben sich für Änderungen? Also all die Sachen, die wir typisch von Tropico kennen, die in all den bisherigen Teilen da waren, werden natürlich wieder da sein. Wir werden wieder in die Möglichkeit haben, Erlasse herauszugeben, Gesetze zu ändern, unsere Konstitution festzuschreiben, so wie wir das möchten. All diese Möglichkeiten werden weiterhin da sein, aber wir haben noch ein paar großartige Features obendrauf gesetzt. Zum Beispiel wird es jetzt erstmals El Presidente in der Lage sein, nicht nur über eine Insel, sondern über ein ganzes Archipel von mehreren Inseln zu regieren. Pro Map. Okay. Also es wird auch bestimmt die ein oder andere Map gehen, die ganz oldschool nur eine große Insel hat, aber die Hauptsache wird sein, wir konzentrieren uns darauf, mehrere kleine Inseln oder ja, Archipelgruppen zu verbinden, was auch neue Herausforderungen an den Spieler stellt. Er muss in der Lage sein, seine Infrastruktur über mehrere Inseln zu planen, zu gucken, dass auf den Inseln dann auch genügend verschiedene Entertainment-Gebäude für die Tropikaner vorhanden sind, damit sie nicht zu weite Strecken zurücklegen müssen, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Das heißt, es gibt auch richtig einen Einflussbereich von diesen einzelnen Gebäuden mittlerweile? Einflussbereiche gab es im Fünfer, wir haben uns dagegen entschieden, wir sind für eine komplette Simulation gegangen. Jeder Tropikaner hat seinen eigenen Tagesablauf, es gibt kein Einflussbereichsgebäude, der Tropikaner muss tatsächlich zu dem Gebäude hingehen und sich dort sozusagen seine Happiness abholen. Das heißt, wenn das Gebäude sehr weit weg ist, geht teilweise viel Zeit damit verloren. Das heißt, wir sollten gucken, dass wir die Laufwege für unsere Tropikaner optimieren. Okay. Bei Tropico 5, da hatte ich auch ganz viele Rückantworten, jetzt auch gerade in den Videos, haben wir gemerkt, war dieser Zeitfaktor, dass immer mehr Bürger auch auf die Insel kamen, man dann nachher schon gar nicht mehr wusste, wie kriege ich die jetzt alle unter, wir müssen die ganzen Hütten wegkriegen und man muss sich nebenbei natürlich noch um die Ziele kümmern, die auch immer wieder auf Zeit gespielt haben. Es war doch relativ treibend im Gegensatz zu Tropico 4 davor. Wird sich das wieder so ein bisschen ändern oder wollt ihr in dieser Schiene bleiben? Wir wollen in diesem Fall dem Spieler Möglichkeiten geben, seine Regierung so zu gestalten, wie er es möchte. Das heißt, wenn der Spieler gerne, du nennst das Beispiel mit den ganzen Einwanderern, die ankommen, die versorgt werden müssen, wenn dem Spieler das zu viel wird, das zu schnell zu treiben wird, kann er einfach ein Edikt erlassen, was sagt, Einreisestopp, jetzt kommt erstmal niemand vorbei. Das gibt ihm dann etwas Breathing Room, um ein bisschen erstmal die bisherigen Leute, die da sind, mit Jobs und Häusern zu versorgen. Also wir probieren wirklich möglichst viel der Entscheidung in die Hand des Spielers zu spielen, um das Tropico so zu regieren, wie er es gerne möchte. Das ist natürlich sehr nice. Wir hatten zwar auch im fünften Teil, dass wir auch Erlasse erlassen konnten, indem dann weniger Leute reinkamen, aber das war im vierten Teil irgendwie geregelter, dadurch, dass man die Einwanderungspolitik einfach runtergestellt hat in dieser Einwanderungsbehörde. Die habe ich dann im fünften Teil so ein bisschen vermisst, nachdem dann die ganze Insel schon überquoll, wusste ich nachher gar nicht mehr, was ich machen sollte. Aber wenn das natürlich mehr geregelt oder besser geregelt werden kann in Tropico 6, Hammer. Ja. Sehr, sehr gut. Ja, wir werden auch wieder eine Einwanderungsbehörde haben, welche genau dafür da ist, diese Sachen zu regeln. Also das schön, dass ist du das. Ja, perfekt. Also ihr habt es gehört, die Einwanderungsbehörde kommt wieder. Eine der nächsten Sachen ist natürlich, kommen noch andere Gebäude. Also wollen wir dann auch wieder Zeitsprünge machen, so wie im fünften Teil? Ja, das Ehrensystem des fünften Teils wird wieder zurück sein. Man startet in der Kolonialzeit und kann sich bis in die Modern Times hervorkämpfen. Und okay. Mit sehr unterschiedlichen, teilweise unterschiedlichen Gameplay-Challenges, die verschiedenen Äras an den Spieler stellen. Finde ich gut. Also es hat Spaß gemacht, diese einzelnen Zeiten zu entdecken. War auch richtig, richtig nice, dass die Gebäude sich gleich mitentwickelt hatten und dementsprechend natürlich auch gezeigt haben, wir sind jetzt in einer neuen Ära. Unter anderem konnte man auch über die Zeit hinweg die einzelnen Erben von El Presidente dann natürlich entwickeln. Und dieses Erbensystem, dass man mehrere Charaktere hat, bleibt das auch vorhanden? Nein, da haben wir uns aus mehreren Gründen dagegen entschieden. Es würde nur El Presidente geben, keine Dynastie. Und wir haben uns auch gegen ein Meta-Level entschieden, in welchem man eine Dynastie über mehrere Spiele mitnehmen kann. Sondern jedes Spiel, jeder Sandbox-Game, jede Mission steht für sich. Nee, ist völlig in Ordnung. Also gerade auch im vierten Teil hat es doch mehr gebracht, El Presidente dann in diesen verschiedenen einzelnen Charakteren
wieder zu steigern und so weiter, bevor man dann wirklich die vier Leute hatte, um die man sich einzeln kümmern musste. Man musste das Geld jetzt auf dem Schweizer Bankkonto lassen. Aber was machen wir dann im sechsten Teil mit unserem Schweizer Bankkonto? Im vierten Teil war es ja relativ überflüssig, das hat man ja bis zum Ende gesammelt und man konnte nichts damit machen. Ja. Im sechsten Teil wird es wieder ein Schweizer Bankkonto geben und es wird, der Spieler, El Presidente, wird einen sehr zwielichten Geschäftsmann kennenlernen, den Broker. Und dieser Broker wird regelmäßig an den Spieler herantreten mit Angeboten, für die der Spieler sein Schweizer Bankkonto verwenden kann, um gewisse Vorteile zu erhalten. Viel genauer möchte ich da noch nicht im Detail gehen, weil die Sachen teilweise noch in Designarbeit sind, aber ja, es wird diesen zwielichten Geschäftsmann geben, welcher uns sowohl Angebote gibt, um unser Schweizer Bankkonto zu erhöhen, aber auch immer wieder Angebote macht, wie wir das Schweizer Bankkonto ausgeben können für diverse Vorteile. Das ist natürlich sehr interessant. Und ob man dann irgendwelche Nachteile oder Vorteile hat, das werdet ihr wahrscheinlich irgendwann auf dem Kanal von BisoZim sehen. Spätestens wann genau wird das Spiel released? Es wird irgendwann im Laufe des Jahres 2018 released. Genaueres können wir leider nicht dazu sagen. Schade, aber wir freuen uns sehr drauf. Vielen lieben Dank, Leonard, für dieses Interview. Ja. Und ich freue mich natürlich, wenn wir uns nächstes Jahr wiedersehen und natürlich auch auf den sechsten Teil von Tropico und mit El Presidente. Macht's gut. Danke. Ja.